Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farming Simulator 22, meine Damen und Herren. Die Kirchenglocken läuten, wollte ich sagen. Und es ist viel passiert. Ich habe in der Zwischenzeit mein Silo fertig. Da können wir glatt mal reingucken. Cerion habe ich sogar schon gewaschen. So fleißig war ich, meine Damen und Herren. Ja, und das Silo ist voll. Hier passt zwar vielleicht noch ein bisschen vor, aber ich wollte jetzt nicht übertreiben. Es ist voll. Ne? Wir haben fast 1 Million an Kapazität. Das sollte eigentlich erstmal ein bisschen reichen für die Silage, die hier jetzt ja leer ist. Und wie wahrscheinlich schon bemerkt, ich habe jetzt den Pferdestall hier wieder weggemacht. Ich finde, der passte hier nicht so gut hin. Ich musste sowieso den Boden nochmal angleichen, der passt auch nicht so unbedingt, aber ich habe den Pferdestall natürlich nicht entfernt, sondern nur umgelegt. Genau. Der ist jetzt hier hinten bei unserem Feld 48, da war ja, waren ja vorher die Gewächshäuser, die sind jetzt weg. Die brauchen wir nicht mehr. Und dazu kommt noch, ich habe einen zweiten Hexer doch gekauft. Ich dachte, das lasse ich mir nicht entgehen und wir können die ja immer gut gebrauchen. Der steht jetzt hier. Wir expandieren also ein bisschen. Ich habe hier schon den Mähdrescher habe ich schon geparkt hier, dass wir so loslegen können. Ich habe nur eine Sache vergessen, die müssen wir noch eben einmal holen. So, dann steigen wir hier mal ein. Startet die Motoren. So, dann habe ich übrigens auch einen kleinen Anhänger gekauft. Der ist für die Pferde hier. Denn hier ist noch so ein kleines Silo, wo Futter reinkommt. Ja. Kleinigkeiten, ne? Bisschen wurde hier erledigt von mir. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, das Ding steht bei Hof 1. Das holen wir noch einmal ab. Den restlichen Raps werde ich ja dreschen. Hier konnte ich es noch für einen Auftrag benutzen. Ich habe nämlich ein paar Aufträge gemacht. Ich glaube, ja, hier ist noch einer. Weizen könnte man häckseln. Das machen wir auch mal. Müsste gleich einen Fahrer wieder abziehen. Ich habe auch was gemietet. Ich glaube, das ist er hier sogar, oder? Ja. Den habe ich gemietet, damit wir da ein bisschen mehr Fahrer haben. Aber der wird jetzt zu... Was war der Auftrag? Der wird jetzt zu Feld 8. Das sollte ja gar nicht ganz schnell gehen. Gut, Feld 8 haben wir nicht natürlich, war ja klar. Feld 8, wo ist es denn? Ja, da müssen wir mal einen Wegpunkt machen, weil da haben wir gar nichts. Der fahr erstmal zu Feld 12. Haben wir auch nichts, toll. Ist das Feld 11 hier? Aber welches Feld 11? Ich habe leider 2 gemacht. Ich Idiot, ist ja auch egal. Wir nehmen das zweite. Oh, laut auf meinen Ohren. Ja, dann fahren wir erstmal dahin. Ich glaube, ich habe die Spiellautstärke auch einfach lauter gemacht. So, ein bisschen leiser hier das Ganze. So, der wird jetzt da dem Hexer helfen, den ich natürlich da auch noch hinschicken muss. Dann nehmen wir doch glatt mal hier das Ding. Ich weiß gar nicht, welcher jetzt von den beiden der neue ist, weil der neue natürlich gebraucht war und auch schon ein bisschen was runter hatte. So, dann wollen wir den auch mal losschicken, damit wir da noch das eine Feld einmal abhäckseln können, um uns so ein paar Euros dazu zu verdienen, damit der neue Häcksler sich auch lohnt, ne? So, was hatte ich jetzt gesagt? Feld 11, ne? Feld 11, bitteschön. Einmal dahin fahren und dann sollte das laufen. Hier habe ich schon ausgesät. Gras.
Das wird jetzt einmal gewalzt, das machen wir noch. Aber sonst wird da nichts mitgemacht. Also das ist der fertige Zustand. Da kommt kein Stickstoff, gar nichts drauf. Ist ja nur so eine Zwischenfrucht, da müssen wir uns jetzt nicht groß bemühen. Okay, da soll das dann hin von hier hin. Ich muss da nochmal ein W oder... Ich könnte doch bestimmt auch von hier aus das lenken, oder? Probieren wir das einfach mal aus. Wo fährt er denn lang? Da fährt er lang. Dann machen wir das einfach mal. Das sollte eigentlich nah genug dran sein. Warte, wir machen gleich mal so. Und ich glaube, das war Viehmarkt. Viehhandel, Entschuldigung. Ja, sieht gut aus. Wo ist denn der? Da ist er noch. Das sollte eigentlich so klappen, hoffe ich mal. Ja. Ja, das war jetzt falsch ausgewählt eigentlich. Eigentlich muss ich den ersten nehmen. So. Gut, was gibt's noch Neues? Der LKW steht jetzt hier. Ich habe da noch einen Anhänger gekauft, aber ich glaube, das hatte ich schon in irgendeiner Folge mal erwähnt. Was wir jetzt müssen, ist einmal hier... Oder ist das... Warum steht er denn jetzt hier? Jetzt bin ich kurz verwirrt. Hä? Das ist gar nicht der neue, oder? Das ist doch auch... Doch! Der war doch nicht grün. Aber wer ist er denn jetzt? Was ist das, der neue? Ja, das ist der, den ich geliehen habe. Habe ich einen grünen Traktor? Okay. Psch, 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 weiß keiner von. Ja, wir sind hier schon fast richtig. Bleib mal in der Innenansicht. Denn wir müssen ja einmal zum Baldenplatz, nenne ich es immer noch. Da soll noch eine Halle hin, aber die ist teuer. Also hier. Hier soll noch eine Halle stehen, wo Fahrzeuge einfach drin sind. Ich brauche Platz. Was ich jetzt auch brauche, ist eigentlich... Wir nehmen einfach mal den Cerion. Ist nämlich Zeug. Ich brauche Zeug. Ich brauche auf jeden Fall Silage und ich habe das immer noch nicht zugemacht. Machen wir jetzt schnell. Pass auf. Das muss nämlich unbedingt zu hier, denn wir brauchen unbedingt Silage. Deshalb machen wir das jetzt einmal zu, wenn es geht. Geht aber irgendwie nicht, weil das noch nicht zu Ende verdichtet ist, aus irgendeinem Grund. Was gar nicht kann, weil, ups, da hole ich glatt mal die Kettensäge raus. Hier, da ist ja hier Kettensäge. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe auch schon mal ein neues Spiel angefangen auf Hof Bergmann und auf anderen Karten hier. Irgendwie... Hat mir Frankreich bisher am meisten Spaß gemacht. So, jetzt haben wir schon 100%. Wir noch einmal gegenfahren hier gegen den Haufen. Tür auf und raus. Und dann können wir endlich hier das schließen. Das sieht lustig aus hier, aber das wird schon so gehen. Supi, ich weiß nicht, wie lange das braucht. Da bin ich nicht informiert. Aber ja, sollte klappen so. Können wir hier schön die Silage reinfüllen. Mit Hülle und Fülle. Und jetzt holen wir einmal das Schneidwerk ab. Ich weiß nicht, wie rum das steht. Da steht's. Ich weiß immer noch nicht, wie rum das steht. Ich fahre einfach mal rückwärts rein. Im Notfall können wir den Zerrin ja auch drehen. So. Da ist der Big X schon angekommen. Da komme ich nicht bei, ne? So. Ich glaube, das schafft er so, wenn ich jetzt sage, hier, fahr mal dahin, mach doch einfach mal. So, der hat eingestellt, irgendwas 2. Und der müsste eingestellt haben, auch irgendwas 2. Kein Ernter mit gleichem Ziel. Okay. Ups. Jetzt habe ich den Auftrag beendet, aber der hat doch... Ach, der hat 1 noch. Oh, Leute.
Jetzt aber so. Nochmal. Bitte einmal aufs Feld fahren. Dankeschön. Ich glaube, wir müssen den sowieso gleich einmal ausrichten, weil er den ersten Wegpunkt immer nicht hinkriegt. Da fährt er immer im Kreis herum, warum auch immer. Oder kriegt er es hin? Nee, das will er schon wieder. So. Einmal an, aus. Das hilft immer. Und, was er da macht, weiß ich nicht. Aber wir müssen ja noch hier, ups. Bin ich vor Schreck ausgestiegen. Das irgendwie drehen. Kann man das mit der Hand drehen? Das ist ja jetzt doof, dass ich das nicht drehen kann mit der Hand. Eigentlich könnte man das ja mit der Hand so ein bisschen... Müsste da leider gegenfahren und gucken, dass der sich richtig stellt. Da gucken jetzt mal alle weg. Ich schneide das aus. Raus. Klappt natürlich auch überhaupt nicht. Komm da jetzt raus. So, habe ich mit der Hand jetzt einmal vernünftig gemacht. Jetzt wird das alles hier nochmal angeschlossen. Zack, da haben wir ihn. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier auch so vernünftig am Anhänger lang. Ganz schön nah. So, da haben wir es doch geschafft, ohne Probleme. Freude kommt auf. So, ich habe noch nichts geschafft, diese Folge. Uiuiui, ich hoffe, der MB-Truck, der Kleine, der kann das Ding auch ziehen. Ich glaube nämlich, dass er das schafft. Das ist mal Sonnenblende. So, der MB-Truck kommt nämlich auch weg von diesem Hof. Der kommt jetzt zu den Pferden. Da wird er sein Dasein fristen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Ist auch egal, hier hört ja eh keiner zu. Das Ding muss weg. Ich kann nehmen den schönen Steinsammler hier. So. Ich hätte besser den schwarzen mitnehmen können, ne? Der war kleiner, glaube ich. So. Hier ist eh Gras gepflanzt, da können wir auch einmal ganz kurz übers Feldchen fahren. Kriegt er hin, ne? Ja, kriegt er hin. Ich weiß nicht, warum der nicht selber schaltet. Eigentlich habe ich das ja eingestellt, aber irgendwie will er das nicht selber. Egal. Egal, fahren wir bitte zum Ballenplatz. Ah, ich weiß nicht, warum der nicht vernünftig schaltet. Na egal. So, jetzt haben wir gesehen, hier steht auch noch einer. Den habe ich aber auch einfach nur nachgetankt, ne? Den habe ich einfach nur nachgetankt. So. Wo kann der denn am besten mal mitfahren? Ich würde sagen, der fährt am besten mal auch zu 27. Jo. So. Das dauert noch ein bisschen, bis der kommt. In der Zwischenzeit können wir hier schon mal ein bisschen Platz machen. Ich denke mal, für das Feld hier reicht auch dieser Anhänger einmal.
So, wann können wir denn den Raps verkaufen? Ich will den eigentlich gar nicht lange lagern. Im November erst, okay. Vielleicht bringe ich den auch einfach zum. Da kommt der Serion schon, der ist schon weit. Vielleicht bringe ich den auch einfach zum Zug. 10 zahme Ziegen zogen, 10 Zentner Zucker zum Zug. Das klappt hier auch, okay. Einfach mal angerufen und gefragt, ob das klappt. Hier klappt auch alles, der ist am Walzen schön. Hier könnte man natürlich noch. Ist hier schon Gras drauf? Hier ist schon Gras drauf. Oh, da war ich ja echt fleißig, du. Da war ich echt fleißig. So, der Therion ist gleich da. Das heißt, wir können hier noch eben einmal kurz übernehmen. Und die Frage ist, wo stellen wir das Ganze jetzt mal hin hier? Dass der da auch vernünftig drankommt. Ich würde sagen, ich fahre noch mal kurz rückwärts. Ja, hallo. Sehen noch, dass ich hier rangiere, oder? So. Das dürfte so funktionieren. Zack. Und zack. Ach, weißt du was, wir fahren lieber da lang. Ich schicke den jetzt sowieso wieder nach Hause. Der Zerion, der kann auch gleich mal dann Gras anpflanzen oder weiß ich was machen. Eins. Tschüss. Und wir steigen in unser neues Dings hier, in unseren neuen Fendt. So, hole ich mir einmal die Treppe hier schön vor. Und dann hüpfe ich nach oben, um mir die Tür zu öffnen. So, ja, zunächst den Motor starten, um einfach nur die Tür aufzumachen. Kennt man, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich bräuchte eigentlich einen Einweiser, der mir jetzt hier sagt, kommt nix. Kommt nix. Haben wir aber nicht. Deshalb müssen wir das jetzt so machen. Eine Sache habe ich natürlich vergessen. Der Raps ist noch gar nicht fertig. Das ist natürlich geil, aber wir sind schon vorbereitet. Wir bereiten hier nur vor. So, da kommen schon die Autos, aber ich muss hier eben einmal was dran packen. Jetzt stehen die Autos natürlich richtig schön im Weg. Aber wir können hier einfach mal in die Spur fahren. So. Dann lassen wir den mal hier stehen. Ja, Motor starten. Gibt dir gleich Motor starten. Den lassen wir jetzt einfach mal hier stehen. Der steht ja hier ganz gut. Der ist auch schon da. Das heißt, wir können eigentlich. Ja, eigentlich müsste der Auftrag zu Ende sein. Das heißt, doof, dass ich den jetzt so angefangen habe. Und hier sind wir ja auch noch nicht durch. Ja, dann würde ich sagen, wir warten einfach, bis das hier fertig ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder nicht? So, da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Der Auftrag ist durch. Da haben wir alles abgegeben. Das heißt, den können wir einmal abschließen. Ich speichere mal zwischendurch. Das habe ich noch nicht getan. Und jetzt können wir auch, hier ist nämlich auch fertig gewalzt. Den Rest werde ich nicht walzen. Nämlich keine Lust, es dauert mir zu lange und bringt nicht so viel. Wir gehen jetzt einfach in den nächsten Monat und werden dann unser Raps mal ernten. So, frisch ausgeschlafen, können wir uns jetzt ans Werk machen. Der Raps müsste fertig sein. Ich spule nur noch mal ein bisschen die Zeit vor, denn sonst ist das nachher wieder zu nass und deshalb fangen wir erst um 12 an, würde ich sagen. So sollte das eigentlich passen. Und das Ganze, also hier ist ja jetzt Gras drauf. Das gucken wir uns auch noch mal an. Schön, das Gras, ne? Hier dürfte auch
Gras drauf sein. Und da ist der Raps schon fertig, wie man sieht. Ne? Den können wir jetzt schön einmal verernten. Und das große Feld mit der Helfer machen. Das kleine werden wir selber machen. Aber die kleinen, das sind ja mehrere. Vorgewende würde ich sagen mal 3 vielleicht. Kommt der da so selber hin? Ich weiß es nicht. Fährt wahrscheinlich jetzt über die Straße, ne? Machen wir kurz den Verkehr aus. Okay, noch nicht. So. Gucken, ob das so klappt hier. Ihr möchtet das bitte einmal abgeben in der Zugstation. Kommt der da lang? Natürlich nicht, ne? Wieder zu blöd zum Fahren, meine Helfer hier. Jetzt aber. So, und auch der hier, der hat uns jetzt natürlich ein bisschen Geld gekostet, weil ich den zu früh geholt habe, aber das macht nichts. Moment, das ist unser ganz normaler. Ich verwechsel die jedes Mal. Auch der soll einmal hier und bei der Zugstation das abgeben. Das sollte jetzt ja so klappen. Der fährt jetzt dahin, alles klar. Und wir legen hier hinten los. Klappe ich schon mal alles aus. Mal gerne wissen, wie viel in den Anhänger da reinpasst. Das täte ich schon gerne wissen. Aber den stellen wir erstmal beiseite. So, ich glaube, der steht da. Steht da eigentlich ganz gut hier. So. Dann können wir loslegen. Wir müssen natürlich auch dran denken, dass wir unsere Tiere hier. Ja, die machen jetzt im Moment gar nichts. Dass wir die natürlich nachher nicht vergessen. Ballen pressen können wir. Und Fett grubbern können wir auch. Akzeptieren wir hier mal alles, ne? Und hier wird wieder gehäckselt. Oh, okay. Können wir natürlich nicht. Das können wir alles in der Zwischenzeit auch erledigen. So, ich schließe da erstmal das Zeug hier an. Dann schicken wir unseren Zerion da einfach hin. Der ist doch hier sowieso irgendwo. Da ist er doch. Hat irgendwas dabei? Nee. Dann können wir so den Grober holen. Könnt ihr ihn dann in der Zwischenzeit einfach mal ein paar Aufgaben erledigen lassen. Das ist doch auch eine Idee, oder nicht? Das ist ja bares Geld, was wir dadurch kriegen. Das können wir immer gebrauchen. Jetzt sowieso, wo die Gewächshäuser weg sind. Die Frage ist nur, womit fangen wir an? Am besten mit dem ersten, das ist Feld 8. Da habe ich doch bestimmt, habe ich natürlich nicht irgendwas. Feld 8 war das da oben, ne? Das war das mit Ditte hier war das, glaube ich. Das dauert sowieso, bis der da ist. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Motoren starten. Und dann ernten wir den Raps hier nochmal weg, der eigentlich ja nicht gesammelt werden sollte. Ne? So, ich sollte den Tempomat natürlich mal ein bisschen niedriger machen. Wer weiß, wie nass das hier noch alles ist. Wie feucht. Ich fahre mal ganz vorsichtig rein. Ja, sieht aber auf jeden Fall schneller aus, als ich da jetzt fahre. Na, wo kommen wir da hin? 65, 60. Ah, da geht noch was. Da können wir sogar richtig flott fahren hier. Das ist ja alles schon trocken. 12. Träumchen ist das. Ein Träumchen. Tja, das sieht gut aus. Da freue ich mich ja, dass man das so schnell abdreschen kann. Achso, ich habe den anderen gar nicht eingestellt, ne? Ist der schon dabei? Der ist schon dabei. Der hat 8 drin, das ist zu viel. Der kann mal auf 6 fahren.
Der kann nur auf 6 fahren. Das muss unbedingt hier mal repariert werden, das Gespann, ne? Sieht ja nicht mehr ganz so gut aus. So, mal wieder schön von der Innenansicht. Das gefällt mir am besten. Dann fahren wir hier ein Vorgewinde, das muss reichen. Mal gucken, wann der Xerion gleich ankommt. Dass wir da auch noch ein bisschen Kohle scheffeln. Ein bisschen Tankgeld machen, ne? So, da ist er schon da. Das heißt, wir müssen da einmal schnell wechseln. Der kriegt jetzt nämlich einfach den Auftrag. Ich hoffe, der kann da einfach rüberfahren. Hier, mach mal. Mach mal eben. Sollte er aber hinkriegen. Das sollte der einfach hinkriegen, so. Ich finde aber schon, dass es viel Ertrag, ne? Wir haben das bisschen jetzt hier, haben schon 30% voll. Also das läuft hier, wie war das denn hier? Oh ja, hier ist auch richtig viel Ertrag drin. Sehe ich gerade. Ist natürlich die Frage, kommt hier jetzt auch Gras hin oder mache ich hier auf diesem Feld einfach mal was anderes? Was können wir denn, ist die Frage. Wir können Weizen, Gerste, ich glaube ich mache immer Weizen, nee, Gerste mache ich hier mal drauf. Das ist doch eine Idee. Die Pferde brauchen sowieso wieder Futter, denn ich habe da nichts mehr. Ich habe gekauft gehabt. Also die Säcke habe ich gekauft. Die man hier kaufen kann. Oh, wir haben hier auch einen schönen. Also, eigentlich will ich noch einen haben, ne? Jetzt mittlerweile so viele Aufträge und Dings, dass sich doch noch einen Schlepper lohnt, meiner Meinung nach. Die Frage ist aber. Weil der hat ein bisschen viel PS, ne? Wir könnten uns auch was Kleineres nochmal holen. Die Frage ist nur, ob wir das dann so billig 127.000, das ist ja wirklich fast geschenkt, ne? Das ist doch genau der, den wir uns geliehen haben, ne? Der kostet natürlich wieder mehr, aber ich würde bei dem bleiben. Vielleicht noch Breitreifen drauf. Den Rest müssen wir so lassen, außer GPS braucht er auf jeden Fall. Was kostet die Farbe, wenn ich jetzt da nochmal. Was sind wir denn für eine Farbe? Ja, das gefällt mir eigentlich. Kann man da noch ein anderes. Machen wir doch mal so. Wisst ihr, was den kaufen wird? Das ist aber mal für 150.000, da kann man einfach gar nichts sagen. Und das heißt aber auch, ich werde jetzt den Gemieteten jetzt hier mal rausschmeißen. Steinsammler ist auch nur gemietet. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass wir den die ganze Zeit da rumstehen haben. Können wir zurückgeben. Genauso wie den Steinsammler. Den würde ich tatsächlich hier sogar jetzt zurückgeben. Das kostet ja nur Geld. Das ist das. Könnten uns auch noch so ein Gespann hier holen. Brauchen wir aber jetzt im Moment nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wo habe ich den jetzt weggeklaut? Jetzt müsste ja irgendwo hier ein Anhänger stehen, ohne. Hier, okay. Das heißt, wir können den ganz einfach zum Ballenplatz schicken. Ja, dann ist das unser neues Gerät. Kann man auch hier wieder schön öffnen. Da wir sowieso so viele, mir gefällt jetzt sowieso der Fendt am besten, dieser hier. Der Vario 900er Serie ist einfach klasse und dieser Baum hier ist eigentlich, ich müsste eigentlich nochmal weg. So. Und, ich war hier stehen geblieben. Ein bisschen schneller hier unterwegs.
Ja, haben wir uns sogar noch einen neuen Schlepper gekauft. Den brauchen wir aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir machen immer so viele Aufträge und werden uns wahrscheinlich doch noch ein Feld kaufen. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil wir wollen natürlich groß sein hier auf dieser Karte auch. Auch wenn die Karte nicht so groß ist, aber wir wollen natürlich schon hier was reißen. So, 5 km/h scheint klar zu gehen. Ja, schön. Schön, schön, schön. Ich würde sagen, ich mache das mal fertig. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich... wann sehen wir uns wieder? Ich weiß nicht, eigentlich habe ich jetzt schon jede Ernte gezeigt, so theoretisch. Eigentlich müsste man sich direkt wiedersehen, wenn man fertig ist, aber dann werde ich sowieso hier nur Gras ansehen. Wir werden uns wiedersehen im... Lass uns gucken, wir haben jetzt Juli. Das Gras braucht, glaube ich, ein bisschen... Ich bleib mal stehen. Ein bisschen um zu wachsen. Wir sehen uns wahrscheinlich so September, wenn ich dann setze mal Gras mähe, würde ich sagen. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge, immer samstags um 12 Uhr.